in einem gleichmäßigen Magnetfeld von 0,1 Tesla wird ein 1 cm langer beweglicher Leiter in einem 25stel von einer Sekunde um 6 cm versetzt. Die Verschiebung erfolgt orthogonal zu den Feldlinien. Berechne die induzierte Spannung. Wir haben hier diesen geradlinigen Leiter mit Länge L von einem Zentimeter, das heißt 0,01 Meter. Wir verschieben diesen Leiter, um die Distanz klein d von 6 cm, das heißt 0,06 Meter. Dieser Verschiebungsvektor klein d ist orthogonal zum Feldvektor b. Die Zeitspanne Delta t ist ein 25stel von einer Sekunde. Wir suchen die Induktionsspannung, die wir in Volt ausdrücken. Und um diese Induktionsspannung herauszufinden, nutzen wir diese Formel sowie auch die Formel Delta Phi gleich B mal Delta A. Denn bei dieser Flussänderung ist der Flächeninhalt dieser Schleife das Einzige, was sich verändert. Diese Veränderungsfläche Delta A, das ist auch D mal L. Also so. Demzufolge wissen wir, dass die induzierte Spannung gleich ist zu minus BdL auf Delta T. In diesem Bruch ersetzen wir B durch 0,1, D durch 0,06, L durch 0,01 und Delta T durch 1/25. Und so finden wir, dass die induzierte Spannung ungefähr minus 1,5 Volt beträgt.